Bitte, wollen die Herrschaften hier Platz nehmen? Dann vielleicht behilflich sein, Herr Baron. Danke, danke. So, Kindchen, da wären wir. Ach, hier ist aber sehr nett. Es soll ja noch netter werden. Darf ich den Sekt einschenken, Herr Baron? Gewiss, machen Sie mal die Pulle auf. Huch, wie das knallt. Befinde, Herr Baron, noch etwas? Nein, nein, Sie können gehen. Das heißt, bringen Sie der Kapelle auch eine Flasche. Wenn wir sie brauchen, rufen wir dann. Jawohl, Herr Baron. Also, Kindchen, trinken wir auf unsere Liebe. Prost. Prost, Herr Baron. Aber wir dürfen nicht so schnell trinken, sonst kriege ich ja einen Spitz. Das denke ich mir ja gerade nicht. Ober, stellen Sie mal gleich noch eine Pulle kalt. Sofort, Herr Baron. Oh, dass sie ewig grünen bliebe, die schöne Zeit der jungen Liebe. Na, Herr Baron, grün sind sie doch aber eigentlich nicht mehr. Entzücken, entzücken. Hier bitte der Sekt. Also in diesem Sinne, Prost. Es prickelt schon in meinen Fingern. Entzücken, entzücken. Sehen Sie mal hier, Fritzchen. Ah, oh, der prächtige Ring. Soll der etwa für mich sein? Aber gewiss, mein Schatz, das heißt nur, wenn ich ihn selbst an das süße Fingerchen stecken darf. Bitte, Baronchen, ich habe ja an jeder Hand 5 Finger. Entzücken. Die reizenden Fingerchen, das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Und wie zart das kleine Händchen ist. So bin ich überall. Entzücken. Aber noch eine Flasche. Sofort, Herr Baron. Du süßes, kleines. Oh, Adela, nicht so stürmisch. Ach, mein Herz brennt nicht so hoch. Den Brand müssen wir löschen. Prost. Entzücken, Prost. Fritzchen, hast du deinen Adela auch ein bisschen lieb? Oh, und wie. Aber jetzt muss ich lachen. Ach, du süßes Tier, zu deinen Knüsen will ich fliehen. zu deinen Füßen will ich knien, du kleiner, süßer Leibel. Ich schwöre dir, oh verdammt, jetzt ist der Hosenträger geplatzt. Bitte der Sekt. Ach, Mensch, die spritzen mir alles über den Kopf und den Hals. Das ist ja unerhört. Verzeihung, Herr Baron. Ach, was heißt Verzeihung? Das ist ja... Oh, aber jetzt kann ich nicht mehr lachen. Oh, Adula, wie siehst du denn aus? Du hast ja die Haare verloren. Was habe ich verloren? Du siehst ja so ulkig aus. Ja, aber wo ist denn meine Perücke? Meine Perücke im Sektkühler. Ach, das ist ja wie eine kalte Kompresse auf dem Kopf. Oh, na hört, ich verlange das Beschwerdebuch.